Horst Lichter, ich liebe Motoren, Autokrank und es darf ruhig schnell sein. Gehen wir erstmal rein, weil da wird's richtig spannend. Aber hallo. Ja, also alles zu zeigen und zu erklären ist zu viel, aber so die ein oder andere Anekdote erkläre ich euch schon mal. Hier stehen wir übrigens an einem Kindertraum, weil ganz klar ist, Horst war früher schon sehr klein, bin heute noch nicht wirklich groß und musste deswegen am Kinderkarussell immer hinten im Bus sitzen. Und da habe ich mir gesagt, irgendwann sitze ich vorne und deswegen, naja, habe ich mir meinen eigenen Kinderkarussellbus gekauft. Du bist ein Unikat. Und finde immer wieder was Neues. Was ich ja schon lange habe, aber dann immer wieder vergesse, dass ich schon habe. Und das waren noch Autozeitungen, ne? Ich würde sagen, danach wurde das Herz geboren von Autobild, weil die ist ja noch besser. Tja, und das ist sie, mein Kindertraum. Und ganz ohne Quatsch, ne? Also wenn man mit dem Ding damals auf für Kirmes gefahren wäre oder Schützenfest, ich schwöre dir, da wären dir die Höschen nachgeflogen. Naja, und heute sähe ziemlich lächerlich aus, aber hier habe ich noch was stehen. Kennt eigentlich auch jeder. Ne? Also nicht, dass ihr meint, ich liebe nur Ferraris, aber das ist natürlich auch ein absolutes Kultobjekt. Ein Magnum Ferrari, so kennen ihn die meisten, ein 308 GTS. Natürlich vollkommen albern, was ich hier mache, weil normalerweise brauche ich für mein Baby zu putzen Minimum 3 bis 4 Stunden. Also ich würde mal sagen, guter halber Tag ist auf jeden Fall. Er wird erst mit fließendem Wasser, natürlich gut vorgewärmt, einmal abgebraut. Dann gehe ich in den Innenraumbereich, in den Motorbereich. Naja, und dann werde ich irgendwann reingerufen und für verrückt erklärt. Aber es macht Spaß. Ich liebe ihn. Und ich meine, er wäre zu leise. So, und das war nur ein kleiner Teil von meiner Geschichte. Mehr demnächst.